Und ganz herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal eine Haarroutine von mir aktuell. Das ändert sich bei mir ja immer. Und ja, das ist jetzt für diesen Monat meine und von den letzten paar Monaten meine aktuelle Haarroutine. Ja, das muss ich sagen, let's go. Fangen wir an. So, jetzt fangen wir erstmal mit Shampoo. Das soll man ja immer mal wechseln. Ich benutze aktuell von Umberto Giannini das Grow Long Koffein Hair Lengthening Shampoo. Und ich benutze es eigentlich fast immer. So zwischendrin benutze ich ein anderes Shampoo. Und zwar ist es von Balea, das Wachstum- und Stärke-Shampoo, fördert das Haarwachstum, kann Haarausfall reduzieren, kann für kautloses, brüchiges Haar. Ich meine, Haarausfall kann ja auch andere Gründe haben, so erblich bedingt, whatever. Und deswegen hilft das dann nicht immer. Ja, oder Stress, etc., etc. Anti-Haarbruch-Technologie mit Koffein und Bicarpil. Ja, ich habe dazu auch die Spülung, aber die nutze ich nicht so regelmäßig. Ja, also diese beiden Shampoos im Wechsel und als Spülung benutze ich aktuell diese Sante Super Strong Conditioner Sofortkennbarkeit. Diesen Conditioner, Super Strong Conditioner Sofortkennbarkeit und die Haare werden wirklich sehr weich davon. Bambus und dreifach Proteinkomplex. Kraft und Fülle, kraftloses Haar, WeCare, vegan, Cosmos Nature. Zertifizierte Naturkosmetik kommt ja bei DM Rossmann oder halt in so Bioläden. Die Haare werden wirklich sehr weich davon, auch sehr, sehr, sehr. Also auch nicht, dass jetzt irgendwie die Spaghetti runterhängen. Also die haben auch Kraft und Volumen dadurch. Also sind sehr voluminös dadurch. Und die Inhaltsstoffe sind halt auch sehr, sehr gut. Dreifach Proteinkomplex stärkt, pflegt, schützt das Haar von der Wurzel bis in die Spitzen. Der hydratisierende Pflegekomplex füllt und baut das Haar auf eine natürlich kraftvolle Haarstruktur. Instrumentaltest, Shampoo und Conditioner. Ich habe nur den Conditioner zu Hause. Bio-Bambus-Extrakt ist bekannt dafür, das Haar zu stärken und Haarbruch zu reduzieren. Für schwungvolles, gesund aussehendes Haar bis in die Spitzen, ohne zu beschweren. Ja, ich liebe den Conditioner. Der ist echt sehr, sehr gut. Da sind keine Silikone, irgendein Shit drin. Also sehr gute Inhaltsstoffe. So, und auch andere, weil wenn es nur die Silikone wären, die das Schlimme wären, auch Parabene oder sowas sind da nicht drin. Und jetzt kommen wir zu Kur, oder benutze ich, also ich benutze entweder nur ein Haaröl als Kur und wasche das dann aus, oder halt auch Kokosöl benutze ich ab und zu manchmal, aber eigentlich lieber andere Öle. Und zwischendurch diese Pomelo & Co. Vanilla Boost, dieses Pomelo & Co. Vanilla Boost Repairing Hair Treatment Coconut in Almond Oil. Gibt es mittlerweile aber auch bei Rossmann. Ich hatte es damals online bestellt. Das ist jetzt ein komplett neues Packaging. Jetzt, das ist jetzt auch das alte Packaging von damals. Und ich finde das sehr, sehr gut. Ich weiß auch, damit früher auch richtig viele Leute so ja richtig krass gehypt. Also schon sehr teuer dafür, was da drin ist. Natürlich könnte man das auch einfach selber machen, aber ja, ich finde es echt gut. Es ist halt so Mandelöl, Kokosnussöl drin und es riecht halt nach Vanille. Es riecht richtig nice, sogar auch Vanille Boost. Und ja, ist ganz nice. So. Deswegen, wenn ihr bei Rossmann seid, könnt ihr da gerne mal nachschauen. Die haben das jetzt einfach in so einem orangen Verpackung, war das, glaube ich, ja. So, und was ich leider, wo ich überhaupt nicht zufrieden bin, ich hatte mir das auch geholt, weil das sehr, sehr viele auf YouTube empfohlen haben, gegen Haarbruch, weil ich hatte damals richtig krassen Haarbruch, als ich meine Haare noch blondiert habe. Ich blondiere sie ja mittlerweile schon seit langem nicht mehr. Und da wurde mir damals dieser Redken Extreme Strength Wilder Plus, diese Maske empfohlen. pH-Balance Formula, 4% Strength Komplex und Protein, und das ist halt Proteine. Das ist halt, die Haare werden, also sind viel zu überpflegt. Bei mir ist es bei extrem kaputten Haaren, aber auch nicht, wenn ihr Olaplex benutzt. Wenn ihr mit Olaplex eure Haare blondiert, also wenn ihr so normal eure Haare blondiert, aber ohne Olaplex, dann ja, komplett fein. Aber wenn ihr eine Olaplex-Behandlung macht, und das hier ist eher kritisch, weil das verträgt sich nicht. Olaplex, da werden also die Haare, zum Beispiel wenn ihr jetzt Haare mit Nudeln vergleicht, Nudeln, die nicht gekocht sind, brechen schneller als gekochte Nudeln, logischerweise, und das ist einfach, eure Haare sind dann viel zu überpflegt dadurch, es ist einfach zu viel, es verträgt sich nicht mit dem Olaplex, also Olaplex und Proteine und Olaplex und Keratine sollte man auf jeden Fall meiden, deswegen ist das dann in der Kombi mit Olaplex nicht zu empfehlen. Ja, und bei mir ist es halt einfach zu viel, so wirklich nur mit eurer extrem kaputt sind, ihr nicht mit Olaplex behandelt. Und ja, das ist mein Senf dazu, deswegen, ja, wie gesagt, jedes Haar ist unterschiedlich, bei einer kann es sehr toll sein, aber für mich ist es leider nichts, meine Haare werden fettig dadurch. So, dann kommen wir zu Haarölen von Listerford, das Arganöl. Ich liebe Listerford, habe ich damals bei Müller geholt, dieses Haaröl. Ich liebe auch diese pinke Haarmaske, die haben die leider nicht mehr bei Runkel Müller, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch
Nicht Hunkemöller, was rede ich? Beim Müller. Beim Müller, nicht Hunkemöller. Beim Müller haben die diese Pinke nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob sie dieses Haaröl noch haben. Es ist so ein orangefarbenes, marokkanisches Miracle, Nourishing Miracle Oil with Pro Argan Complex. A lightweight oil treatment for all hair types for the smooth, silky, healthy hair yet. 50 Milliliter. Und ja, so schaut das Öl einmal aus. Genau, also wie gesagt, das ist ja diese pinke Grow-Reihe, die kann ich auch sehr empfehlen von der Stefan. Das Öl ist auch ganz nice. Kann man machen, also kann man sagen, ist so eine Art Dupe, kann man sagen, aber natürlich nicht ganz genauso gut wie dieses Moroccan Oil, was ja damit so gehypt wurde. Moroccan Oil, was es ja auch über Douglas gibt und so. Und halt bei Amazon. Und ja, hier ist jetzt nicht so viel drin. Aber diesen Moroccan Oil gibt es ja auch in größeren und kleinen Varianten. Aber es ist halt schon sehr überteuert. Und das hier war relativ günstig. Also es hat 10 Euro oder so gekostet. Es geht fit. Und ja, so. Das war allerdings auch als bevor, also vor der, also bevor jetzt alles so teuer geworden ist. Ja, kann sein, dass es jetzt teurer geworden ist ein bisschen, aber ja, ist ganz okay und ganz nice to have. So, dann kommen wir weiter. Das finde ich richtig gut von Dabur. Das habe ich das über Amazon bestellt. Das Dabur Amla Jasmin Hair Oil. For long, strong, freshly fragrant, shining hair. For colored hair that needs protection. Also sehr nice. Würde ich mir auch wieder kaufen. Ja. Und hier ist noch Jasmin drin. Außer Amla ist noch Jasmin drin. Jasmin verleiht dem Haar einen frischen Duft. Amla gemeinsam mit anderen Ingredienzen hilft, frühe Haarschäden zu verhindern und nährt das Haar. Und ja, ich zeige euch das jetzt einmal. Das Fläschchen, also so Verpackung und das Packaging sieht halt genauso aus wie die Verpackung. Ich meine, die Flasche sieht genauso aus wie auch außen die Verpackung halt, ne? Und ja. So, ich habe das über Amazon, ich habe es auch damals mal auf so einer Messe gesehen und war erst überlegen, wie es mir zu holen, habe ich es mir doch bei Amazon bestellt und ja, so viel dazu. So, aber ist echt gut, das Amla-Öl. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Öl von Veleda. Das finde ich auch sehr toll. Veleda intensiv pflegendes Haaröl schützt und erhält den natürlichen Glanz mit Rosmarin für sprödes und brüchiges Haar, ganzheitliche Naturkosmetik. So schaut das einmal aus. Ja, ganz nice. So, und jetzt kommen wir zu Tonikum. Und zwar liebe ich von Veleda zum Haarwachstum das Veleda belebende Haartonikum, auch mit Rosmarin, reduziert Haarausfall, fördert das Haarwachstum für dünner werdendes Haar. Rosmarin, also ich liebe das, ist richtig gut. Und das bekommt ihr mittlerweile auch bei DM und Rossmann, nicht nur in Bioläden, Reformhäusern, mittlerweile auch bei DM und Rossmann, was sehr cool ist. Einfach bei den Naturkosmetik-Sachen, also halt einfach in der Haarpflegeabteilung ganz normal. Und ja, ganz nice. So, dann habe ich noch ein Produkt, was ich auch sehr gut finde. Oh, da habe ich schon relativ viel von aufgebraucht. Ich habe davon jetzt mehr als die Hälfte aufgebraucht, fast ein Drittel schon aufgebraucht, von L'Oréal aus der Elvita Full Resist Reihe mit Aminexil. Das ist besser als Minoxidil, weil Minoxidil hat krasse Nebenwirkungen. Das hier jetzt nicht, soweit ich weiß. 1,5 Aminexil, Koffein und Arginin, aber bringen wirklich bei vielen was. Also, das ist wirklich ein guter Wirkstoff. Da sind nicht nur Koffein drin und Argan, sondern auch Aminexil. 1,5% Aminexil. Anti-Haarverlust-Serum, war auch relativ teuer, das Serum. Aber ist echt gut. Kraftloses Haar, Neigung zu Haarverlust. Durch eine wissenschaftliche Studie bewiesen, das Haar wird an der Haarwurzel gestärkt und Haarverlust reduziert. Tägliche Anwendung morgens oder vor dem Schlafengehen. Anwendung für 6 Wochen direkt auf der Kopfhautschalteweise auftragen und einmassieren. Nicht aussprühen, auf nassem oder trockenem Haar anwendbar. Eine Dosis je Anwendung entspricht 6 ml, seitlich auf der Flasche markiert. 102 ml sind drin und ich finde das sehr gut. Bekommt ihr bei DM und Rossmann. So, das sind meine aktuellen Sachen, die ich gerne für meine Haare benutze. Und das war irgendwie dieses eine Flop-Produkt, das ich mir jetzt nicht nochmal kaufen würde. Ja, habe ich dann jetzt über Amazon gekauft. Ja, für euch kann es funktionieren, für mich funktioniert jetzt leider nicht. Und das war jetzt meine aktuelle Haarroutine mit meinen Produkten, die ich so benutze. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Und ansonsten würde ich nur sagen, habt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr eben dieses Video seht. Und dann würde ich sagen, bye und bis zum nächsten Mal.